Okay, okay. Hallo? Oha. Oh, ey, ich find's gut. Wie krass, dass die direkt was haben. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Erstmal, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ganz ehrlich, ich muss an alle She-Rizzles, an alle OG-She-Rizzles, an alle neuen Leute, die einfach hier auf meinen Kanal gefunden haben, sich verirrt haben, den Weg nicht richtig gelesen haben und an ein Schild falsch abgebogen sind und hier gelandet sind. Ich muss euch erstmal willkommen heißen und Danke sagen. Der Support ist mächtig in den letzten Tagen gewesen und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Ich lese alle Kommentare, ich versuche alle Insta-DMs zu lesen. Ich antworte auf so viele Fragen, wie es geht auf Instagram und auch in den Kommentaren. Deswegen dicke, dicke Shoutouts an euch erstmal und ganz viel Liebe an euch. Ihr seid alle so cute, man, ihr seid alle so nett. Ihr schreibt so süße Sachen immer, ich freue mich voll. Abends vor dem Schlafengehen, ich lese immer alles und hab schon die ein oder andere Tränchen auch verdrücken müssen. Ich sag's, weil ihr so süß seid einfach in letzter Zeit. Deswegen danke an alle, die immer fleißig Kommentare schreiben. Ich sehe schon ein paar Namen, die habe ich schon im Kopf, die ich immer wieder sehe. Shoutouts an alle, die so aktiv sind und das ja auch so kräftig Daumen nach oben gibt und auch die langen Videos gut ankommen. Das freut mich sehr und ich bin einfach voll happy mit euch in letzter Zeit, Mann. I don't know, ich freue mich voll so über den ganzen Zuwachs und keine Ahnung, ich bin immer so ein bisschen emotional bei sowas, aber einfach danke so, Real Talk, einfach Shoutouts, weil das freut mich sehr, sehr, dass ihr so aktiv seid hier und dass ihr jetzt alle hier seid. I don't know, ich freue mich voll. Deswegen danke und Kuss an dich ganz besonders. Danke, dass du da bist. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Okay, Freunde, jetzt genug davon. Wir schauen jetzt finally rein bei dem Dirty-Video von Shirin. Ich bin sehr gespannt. Mein eigener Eistee, Dirty, und ihr entscheidet, Shirin David. Und ich habe auf Instagram schon ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, Blueberry hat das Voting gewonnen. Ich bin aber auch eine kleine Blaubeere. Ich bin eine kleine Blaubeere, Freunde. Ich habe natürlich Arsch wie ein Pfirsich, obviously. Und ich rieche manchmal nach Pfirsich. Aber ich bin eine kleine Blaubeere. Ich bin eine kleine Blueberry, Freunde. Ich mag Blaubeeren sehr gerne. Mein Lieblingsobst, würde ich sagen, mit Banane zusammen. Und jetzt haben wir die Ankündigung, wo das getestet wird, glaube ich, und wie sie uns so ein bisschen behind-the-scenes-mäßig mitnimmt. Ich bin sehr gespannt, wir hören rein, vorne, Link in der Beschreibung zum Original. Und ey, ich freue mich voll. Hörprobe und Song wurden verschoben, kommt beides nicht an einem Tag. Hörprobe kommt jetzt am Sonntag zusammen mit dem Gran Canaria-Vlog. Und der Song kommt wahrscheinlich erst nächste Woche, vielleicht sogar noch später. Wurde ein bisschen was gechanged. Auf Instagram kam die Ankündigung, dass ihr Bescheid wisst, She-Rizzles. Let's go! Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi. Es ist 9.05 Uhr am Morgen und ihr könnt euch vorstellen, wann ich ungefähr aufgestanden bin, damit ich... Bruder, um 9.05 Uhr, um 5? 4.30 Uhr sage ich, 4.30 Uhr. Komplett fertig bin, mit Haaren gemacht, mit Make-up gemacht, mit Outfit sitzt und so weiter und so fort. Wir sind heute in Berlin am Flughafen. Wie heißt das hier? Gott. Jedenfalls sind wir heute hier am Privatflughafenbereich, denn wir fliegen heute zu einem ganz besonderen Location, da wir das zeitlich nicht geschafft haben. Ich würde sagen, auf geht's. Ob es wieder unter 10 Grad. Outfit aber on fleek, Haare auch on fleek, Nägel, Bruder, länger als mein Leben. Respekt, dass sie damit klarkommt. Ich und Autos, das funktioniert einfach nicht mit dem Aussteigen. Wie wäre es denn anschneiden eigentlich? Ich war gerade dabei. Es ist so sympathisch einfach auch. Ich liebe die Connection zwischen ihr und Anton auch, weil die so lange befreundet sind und man einfach dieses herzliche, ehrliche merkt. Man, Shirin ist so ein ehrlicher Mensch. Du musstest mich nicht zufälligerweise... First try. Krank einfach. Wir fliegen heute das allererste Mal... Oder diese Sonnenbrille sitzt, steht ihr so gut. Sitzt ihr so gut, wollte ich sagen. Die Sonnenbrille steht ihr so gut. Zum Dirty Tasting ins Werk, direkt in die Produktion und werden vor Ort direkt verkosten, welche Sorte am besten schmeckt. Ich habe die Marke Dirty am 28. September 2020 ins Markenregister bereits eintragen lassen und seitdem teste ich nur noch Eis. Krass. Das heißt, ich habe die ganze Zeit nach dem perfekten Hersteller gesucht. Wer macht mir wirklich diesen Dirty Taste? Ey, ich bin sehr gespannt, weil ich liebe das, Mann. Ich liebe das. Viele haben ja auch gesagt, Kapital und Eistee gemacht, sie jetzt auch. Aber erstmal, wir haben gesehen, sie arbeitet da schon fast ein ganzes Jahr dran, intensiv. Und selbst wenn, man, irgendein Rapper hat auch als erstes eine Deluxe-Box rausgemacht. Jeder hat eine Deluxe-Box zu. So kann man gar nicht denken. Ich bin einfach richtig gehypt. Ich freue mich sehr drauf, weil das ist eine coole Möglichkeit für uns, sie direkt zu supporten und einfach einen nice Eistee zu haben. Sowas will man mehr. Und natürlich als Fan, als She-Rizzle ist es nochmal so ein Produkt, weil ich bin auch ein sehr großer Fan von Merch. So, ich kaufe mir viel Merch und Stuff. Und dann ist es so Win-Win-Win, wisst ihr, da kann man die Leute, die jetzt was zu haten suchen, einfach nur bemitleiden, sodass die nicht das Coole daran sehen können. Bei dem ich glaube, dass ihr den unfassbar finden werdet. Oh, ich bin gespannt. Deswegen heute direkt vor Ort, direkt Feedback geben, das ist zu süß, das ist zu saftig, da möchte ich mehr von dem Geschmack, die Sorte möchte ich lieber haben. Ich glaube, es ist viel einfacher so zu arbeiten. Safe. Ich kann mir mal ansehen, wie das da überhaupt aussieht, wie
Ey, das finde ich aber auch nice, Mann. Da muss ich dicke Props geben. Das ist nicht selbstverständlich, dass man in die Produktionsstätte fährt und da so mit involviert ist. Das zeigt einfach, dass sie wirklich will, dass es einfach ein Produkt von ihr ist, für uns so. Dass wir wirklich auch schmecken, dass es ein bisschen dirty ist von ihr selber. Wisst ihr, dass man so, dass man diese Connection hat einfach und dass sie nicht irgendwas rausbringt einfach. Nice, Mann. Noch so eine geschnittene Obstplatte. Sie haben ja auch einen langen Tag. Wollen Sie die vielleicht einfach mitnehmen, so ein bisschen zum Naschen? Ich würde nicht nein sagen. Wow. Gratis Obstplatte? Ey, Maschallah, wie nett diese Flugbegleiter da sind. Also, ich jetzt dachte, ich steige hier unfassbar aus diesem wunderschönen Flugzeug aus. Nein, Leute, ich sehe genauso aus, wie ich in die G-Klasse steige. Genauso sehe ich beim Aufsteigen. Aber das ist halt das reale sympathische an dir. War gar nicht so schlimm, actually. War gar nicht so schlimm. Nicht gestolpert, nicht hingefallen. Easy. Hä, wie clean sie diesen Crony-Test gemacht hat. Bro, ich hab selbst noch keinen machen müssen, muss ich bald. Aber einfach so, als wäre es nichts wäre, Digga. Einfach als ob's nichts wäre. Andere kriegen einen halben Niesanfall und, oder fallen halb ins Koma auf einmal. Wir stehen jetzt hier vor dem Labor. Wir gehen das erste Mal rein. Ich sehe schon Menschen mit weißen Kitteln. Da wurde gesagt, hier wird wahnsinnig viel vorbereitet für uns. Und ich bin richtig aufgeregt. Ey, man merkt, wie aufgeregt sie ist. Voll süß, Mann. Willkommen. Ey, voll sympathisch. So viele Leute arbeiten an dem Dirty, den wir nachher trinken werden. Sehr, sehr aufgeregt. Ja, vielen Dank. Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Wissen Sie, das machen die Jungs von heutzutage nicht mehr. Ey, wie nice das aussieht. Für die vier Versionen Pfirsich-Eistee vorbereitet und auf der anderen Seite. Oh, bei Krombacher, das wird von Oha, okay, das ist heftig, Mann. Das wird von Krombacher hergestellt, abgefüllt, entwickelt, whatever. Bro, Krombacher ist heftig, Mann. Zwei Versionen Zitronen. Like, we ain't playing small, like, we have big plans here. Tee. Damit kannst du loslegen. Ich bereite währenddessen die anderen Geschmacksrichtungen vor. Vielen Dank. Sympathisch, sympathisch. Jetzt kommt die Stunde Ärmel hoch. Zu Hause auch Ärmel hoch machen. Mit Eistee Nummer 1. Pfirsich. Okay, krass. Okay. Okay, 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 siehst schon, okay. Oh ja, bitte, erzählen Sie uns. Wir haben unterschiedliche Aromatisierungen. Der Grundaufbau ist sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, wir haben welche, die typischer für einen Eistee sind, bis hinten raus, wo es eher in die Saftrichtung geht. Saftig, saftig, voll wird. Ey, das finde ich nice, Mann. Dass man auch nicht sagt, ey, das ist Pfirsich, sondern dass er sagt, okay, wir haben viermal Pfirsich. Choose, welche Richtung dir am besten gefällt und wir machen das für dich so. Das ist nice. Ihr könnt Ärmel wieder runter machen, Freunde. Hygiene wurde abgehakt, so keiner guckt mehr. Maske ab, alles gut, sieht keiner. Zitrone. Ja. Sehr nicer Vlog bis jetzt. Oder war sie nicht so begeistert? Ist mir bei beiden ein bisschen zu wenig Geschmack. Ja. Ist zu wässrig. Es riecht nach Krümeleistee, was ich erstmal liebe. Es könnte aber auf jeden Fall mehr, also auf jeden Fall mehr Frucht wahrscheinlich haben und auch ein bisschen süßer. Oder ey, Real Talk, das braucht Balls. Das braucht Balls, das so zu sagen. Man braucht dafür wirklich Mumm, finde ich, das dem Typen ins Gesicht zu sagen, ey, das, woran ihr monatelang gearbeitet habt, finde ich nicht nice. So, wisst ihr, also natürlich ist es Sinn der Sache, dass sie sagt, ey, Bros, ich möchte das und das mehr haben. Aber das, wisst ihr so, es ist schwer, jemandem ins Gesicht zu sagen, daran, woran du monatelang gearbeitet hast, das finde ich nicht so nice. Da aber mein größter Respekt davor, dass sie es sagt, weil es ist natürlich wichtig so und es ist natürlich auch gut für die, dass die wissen, was sie machen sollen, was nicht. Aber Respekt wieder an Shirin an dieser Stelle, dass man einfach so das ins Gesicht sagen kann. Das können einige nicht, aber es ist wichtig. Da merkt man, dass sie durch und durch halt erstens Geschäftsfrau ist, aber auch für uns halt das machen will, was ihr wirklich auch selber gefällt und ihr selber schmeckt. Und dass sie halt sagt, ey, finde ich nicht nice, könnt ihr was anderes machen, so. Krass. Finde ich gut. Einfach mehr Geschmack. Das muss auf jeden Fall noch mehr Taste haben. Das kommt sehr gerne. Jetzt kommt sehr, sehr spannend. Oh, was kommt jetzt? Die ersten beiden sind Blueberry und dann kommt viermal Cotton Candy. Oh, Blueberry. Bei Cotton Candy bin ich raus. Ich bin nicht so der Zuckerwatte-Typ. Ich mag Zuckerwatte nicht so gerne. Ich mag auch kein Zuckerwatte-Eis oder auch kein Kaugummi-Eis und so diese Richtung. Bin ich raus. Ich werde es trotzdem tryen, je nachdem, was rauskommt. Aber bei Blueberry, davon werde ich mich ernähren. Meine Blutbahn wird blau sein, Freunde. Einfach, natürlich auch, weil ich ein bisschen königlich aussehe, natürlich. Aber einfach, weil dieser Blueberry-Dirty in meiner Blutbahn laufen wird. Oh.
Geruch schon check. Das wird unfassbar. Oh. Das wird crazy. Also ich sag euch mal so, ihr könnt gleich abstimmen, aber wenn ihr nicht für Blueberry votet, dann habt ihr einen Schaden. Bro, das Ding ist auch, ich kenne keinen Blueberry Ice Tea so. Wer bringt Blueberry raus? Ich liebe Blueberry, Mann. Ach so, wie das riecht. Hallo? Also ich liebe es, wenn sie auch gehypt ist. Okay, Leute, wir sind gerade beim Tasting und ich sage euch, wirklich ohne zu übertreiben, ganz sachlich, es gibt geisteskrank. Man merkt diesen Hype in ihrer Stimme. Ich liebe es. Wow. Ich liebe es. Wow, Zitronen müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Ich probiere jetzt gleich Cotton Candy. Die Farben, wow, das Aroma, wow. Oh, ey, ich freue mich. Okay, das war unsere Gruppe und da muss ich die natürlich immer updaten, dass sie natürlich auch Bescheid wissen. Ich würde dann mal höflich sagen, wir gehen mal rüber zu Cotton Candy. Cotton Candy. Ich weiß, ihr habt ja auch schon sehr oft nach dieser Sorte gefragt, einfach nur als ich angekündigt habe, dass wir Dirty machen. Da habt ihr immer mein Bruder schön auch Cotton Candy zitiert. Und ja, deswegen, ja. Hier steht der Cotton Candy. Der wird jetzt auch. Oh, ich bin auch gespannt. Probiert. Ich werde es auch tryen. Ich bin auch gespannt. Okay. Oh. Seems nice. Der erste ein bisschen zu süß. Okay. Und ein bisschen zu künstlich. Die zwei ist crazy. Vier ist geil. Mit einem Hauch. Eisbonbon. Ah, vielleicht mag ich es deswegen nicht. Oh, Eisbonbon. Hm, okay. Ja, da müssen wir irgendwas mit. Nee. Also nicht für Cotton Candy. Ich glaube, es. Ich finde es echt, Real Talk, Respekt, dass sie so sagen kann, das ist es gar nicht. Aber auch Respekt an die Manufaktur, die so einfach was probiert hat. So. Ich glaube, Shirin kam so, ey, wir wollen diesen Geschmack. Probiert einfach ein bisschen. So, sie war auch offen, glaube ich. Und dass er meinte, ey, wir haben da einfach mit Eisbonbon so ein bisschen reingemacht, worauf man vielleicht gar nicht kommt. Die Idee hat jetzt nicht geklappt in dem Fall. Aber dass sie einfach so Eigeninitiative ergreifen, was probieren. Geil. Ich müsste die eins sein, nur noch weniger von dem, ich sag's einfach mal, laienhaft künstlichen. Mhm. Weil alles andere wird zu fruchtig. Mhm. Okay, ja. Sie gibt auch guten Input direkt. Nice, Mann. Sie weiß direkt, was anders sein muss. Jetzt kommen nämlich für die Produkte für die großen Untergrund. Wir haben hier ein... Ich sag's, wie es ist. Und darauf freue ich mich sehr. Wir wissen ja schon, ich habe auf Instagram gesehen, es gibt zwei Sorten, glaube ich, mit Alkohol. Ab und zu wird auch mal eine kleine Tasse Tee, die ein oder andere Capri-Sonne-Safari, zu sich genommen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ist was Neues wieder? Ich bin gespannt. Eine Maracuja-Variante mit 5% Alkohol und eine Cranberry-Variante. Wir haben 12.20 Uhr. Ich finde, das ist eine angebrachte Uhrzeit. Würde einfach mal sagen... Normaler Arbeitstag für mich. Ich glaube, wir brauchen es mit Kohlensäure. Probier mal das Cranberry. Oh, das kommt gut. Ich finde es ohne Kohlensäure geiler. Sowohl Eistee mit als auch ohne Alkohol finde ich ohne Kohlensäure angenehmer. Oh, der ist super. Beim Cranberry finde ich die zweite Version sehr gut. Hier, ich werde irgendwie nicht warm. Das finde ich irgendwie noch schwierig mit Maracuja. Okay. Da ist eine Mango oder ähnliches immer deutlich einfacher. Sollten wir das dann nicht mit einer Mango probieren? Können wir machen. Deine Wahl. Du. Lass uns das mit einer Mango probieren. Dann nehmen wir Mango ordentlich Frucht und dann können wir es ja analog von dem bauen. Geil, dass sie meinte, ey, es passt irgendwie nicht so. Und der Typ direkt, ey, Mango ist eigentlich einfacher bei sowas. Okay, let's try Mango. Okay, wir machen Mango. So, das ist so eine geile Zusammenarbeit hier. Einmal mit Karbonisierung, im Endeffekt vom Fruchtgefühl genau gleich. Genau. Oder? Ja. Machen wir das so. Ey, nice. Direkt Problem gesolved hier. Oh, wait. Ja, machen wir das so. Wait. Bro, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich die Hälfte der Personen kenne bei Shirin in den Videos. Übrigens, also, ich habe mich hier nur getäuscht. Das ist, ich dachte, das ist Lara, aber ist sie gar nicht. Das mit Party hat sich geklärt, also so gut wie ich bin mit zu 95% sicher, dass ich mit Party im Auto war, nach der Aftershow-Party dann im Taxi mit ihr zum Hotel gefahren bin. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir hatten alle eine Capri-Sonne schon intus. Ich kann mich nicht bei 1.000.000% dran erinnern. Sie saß vorne, ich hinten. Ich glaube, neben mir, wer saß neben mir? Saß neben mir Annika? War ich mit Annika noch im Auto? Ich war entweder mit Annika. Ich bin nicht mit Ju mitgefahren. Ich glaube, ich war mit Annika und mit John im Auto. Ich weiß nicht. Aber Patty saß vorne und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Patty im Auto saß. Ziemlich sicher. Für die gefragt haben, weil ich auch einige Insta-DMs bekommen haben, ob sie das aufgeklärt hat. Ich habe auf ihrem Insta-Account kein Bild gefunden oder so von dem Abend, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es war. Hier fließt mein Eistee durch. Oha! Okay, hallo? Direkt halbe Weltherrschaft übernehmen mit diesen Rohren. Frage, ist es möglich, ein so ein Rohr bis nach mir zu Hause so zu verlegen, dass ich einfach so mein Glas ranhalte und dann Dirty rausfließt? Wäre das möglich? Also
während wir gerade den allerersten Rundgang gemacht haben, gesehen haben, wie die Brauerei aussieht, haben die netten Herren hier schon mal eine zweite Version gemacht. Also quasi aus dem Feedback von der allerersten Runde. What the fuck? Bro! Was, mit welchen Leuten arbeiten Sie da? NASA-Wissenschaftler innerhalb von, keine Ahnung, 2 Stunden neuer Dirty? Sind jetzt hier nochmal Samples entstanden mit den Kritikpunkten, die wir hatten, mit den kleinen Veränderungen. Okay. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Bro, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Pfirsich? Es ist einfach wirklich das allererste Sample, könnt ihr euch das vorstellen? Krass. Da will man doch aus Prinzip irgendwas anders machen, aber es ist einfach der erste. Oh, ey, ich find's gut, wie krass, dass die direkt was haben. Oh, Green Tea Honey. Green Tea Honey, da sehe ich mich. Oh, da sehe ich mich. You like it? Aber wir brauchen mehr, dass es nach etwas riecht. Der riecht nach nichts. Die Süße ist super. Ich glaube, da könnte auch noch so ein bisschen etwas mehr Honig rein, dass es noch so ein bisschen cremiger wird, mehr Taste und weniger wässrig. Aber das ist auf jeden Fall die Basis, weil das ist super weich, voll angenehm. Also, Freunde der Sonne, jetzt seid ihr gefragt. Hier haben wir einmal Blueberry. Blueberry, oh mein Gott, Bro. Allein diese Farbe Blueberry. Und hier haben wir einmal Green Tea Honey. Und ihr müsst jetzt... Oh no, wir können nur eins haben. Ich möchte aber auch Green Tea und Honey haben. Kann ich nicht einfach beides haben? Also dann Blueberry, aber ich möchte auch Green Tea und Honey haben. Entscheiden, welche Sorte soll auf den Markt kommen. Ist es Blueberry? Ist es Green Tea Honey? Entscheidet jetzt. Marketing-Scherin am Start. Zeit, um abzustimmen. Mit etwas Kohlensäure. Wir haben jetzt nochmal eine neue Version. Ich bin kein Fan von Kohlensäure. Dirty, der dann im wahrsten Sinne des Wortes dirty wird. Wir machen nämlich auch einen alkoholischen Eistee. Habe ich euch vorhin erzählt. Wir haben jetzt nochmal die Option reinbekommen, diese Sorten Cranberry und Mango zu nehmen. Beide haben einen Schuss Kohlensäure. Ich glaube, ich bin eher raus bei Kohlensäure. Aber ich lasse mich überraschen. Ich probiere mal, ob das vielleicht doch der geilere Taste ist. Ich finde schon sehr geil mit Kohlensäure. Ey, auch die Mango. Echt? Wow, viel geiler. Richtig, richtig gut. Ich liebe das mit Kohlensäure. Wirklich, die Mango? Ey, hallo. Okay, also wir werden damit Kohlensäure bekommen. Ich werde mal sehen, wenn es nur ein bisschen Kohlensäure ist, bin ich wieder in the game drin. Bei so vielen Kohlensäure-Dings bin ich bei so fruchtigen Sachen eher raus. Fuck it! Okay, Leute. Aber freut mich. Die Mischung ist toll. Das schmeckt richtig toll. Das freut mich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich finde ja alles toll. Wenn es so ein bisschen so angenehme Kohlensäure ist wie bei Summersby. Summersby kann ich trinken wie nichts Gutes, Jungs und Mädels. Sorry, ich habe dieses Jungs so drin, I'm so sorry. Aber das kann ich trinken wie nichts Gutes, Mann. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Beste. So, dann bin ich dabei. Ey, wie süß, dass sie noch Autogramme schreibt. Filetfisch, große Cola Zero, große Pommes mit extra Süß-Sauersoße und bitte Chili Cheese Nugget 6er. Du hast jetzt für uns mitbestellt bei der großen Bestellung, ne? Nein, das war's. Dankeschön. Das ist ja gut. Erstmal 1-0. Also, Sicherheit geht vor, meine Damen und Herren. Nochmal für euer Verständnis, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele getestet. Wir haben sehr, sehr viel getestet. Es wird zum einen den ganz klassischen Dirty Ice-Tee geben. Das heißt, 4 Sorten werden rauskommen. 4 kommen raus? That's nice. That's nice. Und I mean, da habe ich ja immer noch die Option, dann selbst ein bisschen was zu mischen, wie ich denn will, wenn ich doch was Alkoholisches ohne Kohlensäure möchte. Pfirsich, Zitrone. Geil. Mein Booty schmeckt nach Cotton Candy. Nice. Und die 4. Sorte könnt ihr gleich mit entscheiden. Blueberry. Blueberry. Sofort. Blueberry. Das 2. Produkt wird ein Ready-to-Drink-Getränk sein. Das heißt, es ist eine Alkoholmischung. Das heißt, ihr kriegt unfassbaren Eistee-Geschmack mit Alkohol. Das heißt, in dem Ready-to-Drink werden 5% Alkohol enthalten sein. Und das ist nur für über die 16-Jährigen. Ich finde 5% ist auch nice, Mann, weil das hat nicht zu wenig mit 3,5, so wie Summersby, hat aber auch nicht zu viel wie diese Dings, wie diese 360-Dosen, die haben 10 und die schmecken grottig dann. Ich trinke die zwar auch ab und zu, so was muss, das muss, ihr kennt's, aber die schmecken grottig bei der 2. Dose so. Und dann kannst du immer noch genießen, aber es hat trotzdem einen guten Schuss Alkohol. Ich finde die Mischung sehr gut. Das heißt, alle, die unter 16-Jährigen dürfen Finger weg mal den Dirty trinken, genau. Alle über 16-Jährigen dürfen auch den Ready-to-Drink Dirty trinken. Nice. Und weil ich ja, wie gerade eben schon gesagt, eure Hilfe braucht, die 4. Sorte mitzuentscheiden, müsst ihr jetzt auf der offiziellen Instagram-Dirty-Seite ab. Ich habe gesehen, es haben über 220.000 Leute abgestimmt. Holy shit. Stimmt, denn es wird ein 24-Stunden-Voting geben, wo ihr entscheiden könnt, ob die 4. Sorte Blueberry oder Green Tea Honey. It's Blueberry. Es wurde das heißt, Blueberry. Am Montag um 12 Uhr werde ich das Ergebnis dort bekannt geben, welche Sorte wird gewinnen. Und diese Sorte wird ab sofort in die Produktion gehen. Oh, ey, ich freue mich. Beide Sorten getestet. Ich habe beide Sorten perfektioniert, auch wenn die eine komplett gecuttet wird. Wir werden jetzt noch ein bisschen Vorlauf. Vielleicht kommt die andere dann nochmal irgendwann
als Summer Special nächstes Jahr, Frühlings Special nächstes Jahr raus. Die wird nicht weggeworfen so. Ich glaube, es wird nochmal so Special Edition vielleicht geben. Also für alle, die für Green Tea Honey gewotet haben, keine Sorge, ich glaube, da kommt noch was. Wie gesagt, Dirty kommt im Spätsommer 2021. Freue mich. Aber ich werde euch trotzdem mitnehmen und zeigen, was alles hinter den Kulissen die ganze Zeit abgeht. Ich freue mich übertrieben drauf. Ey, ich freue mich so, Mann. Also, Punkt Nummer 1, bestellt mein Merch. Punkt Nummer 2. Freunde, wir haben natürlich auch nochmal. Es ist alles ausverkauft. Es war, als ich geguckt habe, nur noch in XXS oder so da. Ich werde euch aber nochmal alle Links in die Beschreibung packen, auch zum Dirty Instagram-Account. Supportet und gönnt, Freunde, ja. Stimmt bei Dirty ab. 24 Stunden habt ihr Zeit. Bei Merch habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Punkt Nummer 3, checkt meine Hörprobe. Ich darf das, weil ich es nie. Oh, 7.5. ist jetzt der neue. Nee, warte, das wurde trotzdem gecancelt, oder? Kommt die am 7.5.? Ich weiß nicht, was aktuell war. Entweder das oder es kommt am Sonntag mit dem Gran Canaria-Vlog. Oh, ich bin aber gehypt, Mann. Am Freitag werden wieder, ganz ehrlich, Leute, so viel Content und so viel... Ach so, okay. Die neue Info ist, das Musikvideo kommt nächste Woche. Diese Woche keine Hörprobe, also erst am Sonntag quasi. Okay. Got it. Sorry, guys. Got it. Das ist für all diese ganzen 2, 3, 4 Jahre, an denen ihr nichts bekommen habt, deswegen... Vielen Dank für euren Support. Hey Bros, ich bin so gehypt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock schon erledigt habt auf mehr Dirty, wenn ihr Bock habt auf mehr Behind the Scenes. Nächsten Sonntag gibt es das nächste neue YouTube-Video für euch. Und mal gucken, was es wird. Diesmal sage ich gar nichts, weil nicht, dass mich wieder jemand anruft und sagt, Girl, wir müssen doch wieder was umplanen. Deswegen, es wird eine sehr, sehr wilde Zeit. Vielen Dank. Ich freue mich. Ey, ich freue mich sehr. Okay. Friends, nochmal zusammengefasst. Nächste Woche kommt höchstwahrscheinlich am Donnerstag der Song Ich darf das. Die Hörprobe bekommen wir an diesem Sonntag mit dem Gran Canaria Vlog, wo wir zu beiden Sachen natürlich eine Reaction hochladen werden. Ich bin sehr gespannt auf den Song, ich bin sehr gespannt auf den Dirty, Freunde. Blueberry hat gewonnen, ich bin gehypt, ich freue mich auf alle Sorten, ich werde alle tryen. Ich werde auch dazu ein Taste-Video dann machen, wo ich alle Sorten probieren werde. Und dann werde ich nochmal ein anderes Video machen, wo ich die alkoholischen Sorten probieren werde, wo wir vielleicht irgendwas mit unangenehmen Fragen machen oder ich habe noch nie oder whatever. Wo wir irgendwas Lustiges machen werden, wo dann auch die Alkoholtestung dann Sinn ergibt. Ich freue mich sehr drauf. Lasst euer Feedback gerne in den Kommentaren da nochmal. Dickes Dankeschön an alle, die fleißig kommentieren, Daumen nach oben geben, auf Instagram vorbeischauen und mich so krass supporten, Mann. Ich fühle mich so krass umarmt von euch. Ich bin einfach happy. Deswegen, ja, ich bin sehr gehypt. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.